So, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Gem-Projekt, nämlich dem zweiten auf meinem Kanal. Das Spiel wurde von der guten Seele des Forums Seele hergestellt und ja, im letzten Gem hatten wir es ja quasi mit einer anderen Geschichte zu tun, falls ihr noch erinnern könnt. Und ja, jetzt haben wir es mit einer neuen Geschichte zu tun, nämlich mit einer alten Geschichte. So, dann starten wir diese auch mal, würde ich sagen. Achtung, hiermit möchte ich eine Epilepsie-Warnung aussprechen. In diesem Spiel werden gelblich-transparente, blitzende Bildschirmfüllungen angezeigt. Gut, ich leide zwar jetzt nicht an Epilepsie, aber ich habe jetzt auch keine Lust, es herauszufordern, dass ich die eventuell bekommen könnte. Von daher, ich denke, es kann nie verkehrt sein, den Schutz anzumachen. Aber das finde ich natürlich schon mal gut, dass man das machen kann. Zeichnung Sieger vor 25 Jahren. Musik Holger Schmidt, Garming Symphonies. Pixelarbeit-Charaktere der Kaius und Stitch. Naja, das kann ja dann schon mal nur gut werden, eigentlich. Textkorrektur der Kias, Busts-Figuren MS Pandora. Pixelarbeit-Charaktere Cipherex. Dieses verdammte Feu. Okay, ich kann jetzt nicht beides lesen. Charaktere Dark Fantasy-Charaktere. So. Alter König. Dieses verdammte Feuer erfindet die Runen, zerstört sie und sorgt dafür, dass wir so viele Stadtbewohner wie möglich retten können. Jawohl. Wie ist das Feuer ausgebrochen? Warum müssen die Runen zerstört werden? Was ist im Chaos der Flammen passiert und wurden alle gerettet? Der alte König ist der Vater des heutigen Königs und der Sohn des uralten Königs. Möchtest du deine Lautstärke noch anpassen? Nö, ich denke, das passt. 10 Jahre sind seit den Ereignissen des Feuers vergangen. Wir marschierten beschwerliche Wege, überall sah man Zerstörung. Wir lassen den Feind nie aus den Augen. Unser Gehör wird sie finden und dann werden wir sie vernichten. Hast du gehört, mein kleiner Schatz? Du wirst eines Tages ein Held, genau wie dein Vater. Martha, wie schön, dass du unseren Sohn die Geschichte aus dem Buch Die Helden vorliest. Oh, willkommen daheim, Cornelius. Du hast ein ziemlich gutes Gehör. Du hast uns ja gerade vorgelesen, man braucht Augen und Ohren, um seine Feinde zu bezwingen. Ich bin sehr stolz auf dich und bewundere dein Geschick, welches dich immer wieder unversehrt nach Hause bringt. Natürlich komme ich immer nach Hause. Ich will ja wissen, wie es meinem Liebsten geht. Uns geht es gut. Bald wird unser Sohn auf die Welt kommen und ein tapferer Held werden. Er wird dem Krieg ein Ende machen und die Welt von dem Bösen befreien. Unser Sohn wird ein gütiger Junge sein, gesegnet von dem Licht. Ja, das wird er ganz bestimmt. Es tut mir leid, dass ich wieder gehen muss. Ich weiß, dass du viele Pflichten hast. Du kannst gehen, mach uns stolz. Ja, bestimmt, bis dann. Hast du gehört, mein Sohn? Dein Vater ist ein Ritter, der die Schwachen beschützt. Dies ist eine seiner vielen Pflichten. Ja, ich beschütze die Schwachen. Das habe ich dem Orden und dem König geschworen. Ich werde die Pflicht erfüllen und auch meine Familie beschützen. Solange ich diesen Banner am Rücken trage, bin ich ihr Schild, der sie beschützt. Große Göttin, hilf mir bei meinen Entscheidungen. Ist das alles richtig, was ich tue? Oh, ein seltener Gast. Ein Ortsritter in meiner Kirche, der kniet und betet. Ja, ich habe Zweifel, Vater. Dann erzähle mir, was du auf dem Herzen hast, mein Sohn. Ich möchte meine Familie und die Menschen beschützen. Vor 10 Jahren starben viele im großen Feuer. Die Ritter haben nicht alle retten können. Deswegen bin ich dem Ort beigetreten und möchte es besser machen und ihnen helfen. Ja, das große Feuer. Mein Vater ist damals umgekommen. Das Einzige, was von ihm geblieben ist, ist dieser Ring. Er hat seine goldene Farbe verloren. Er ist verkohlt, als würde das Licht zum Schatten werden. Das Feuer verändert die Menschen. Einige streben nach Gerechtigkeit und einige haben den Sinn des Lebens verloren. Sie warten auf den Sinn der Bestimmung, was sie aus ihrem Leben machen sollen. Du hast ihn gefunden, du bist ein Ortsritter geworden, ein Beschützer der Menschen. Doch, du bist dir nicht sicher, sonst wärst du nicht hier. Ja, ich bin mir nicht sicher, Vater. Die Feinde, die wir bekämpfen. Warum bekämpfen wir sie? Was wollen sie mit diesem Krieg erreichen? Und vor allem, wer sind sie? Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr zweifle ich an meinen Vorhaben. Ist es richtig, was ich tue, oder ist es falsch?
Hör nicht auf deinen Kopf, tu es mit deinem Herzen. Was sagt dir dein Herz? Hast du eine reine Seele? Mein Herz und meine Seele. Wie liebst du Cornelius? Meine Frau und meinen Sohn, der eines Tages geboren wird. Was fühlst du, wenn du die beiden siehst? Frohmut, Glückseligkeit und Geborgenheit. Das ist Liebe. Du willst deine Familie um jeden Preis beschützen. Deine Seele ist rein, voller Licht, genau wie dein Herz. Was würde aber passieren, wenn deine Familie sterben würde? Dann würde mein Herz und meine Seele voller Trauer sein. Und wenn jemand schuld an dem Tod der beiden wäre, dann wäre ich wütend. Und so entsteht Hass mit der Trauer und Wut. Das komplette Gegenteil von der Liebe und dem Licht. Genau wie mein Ring. Es ist dann der Schatten. Wir Menschen halten es im Gleichgewicht. Liebe und Hass, Gut und Böse, Licht und Schatten. Aber man kann das Gleichgewicht nicht halten. Der Mensch hat eine Bestimmung. Er entscheidet sich für das Gute oder das Böse. Es gibt keine Neutralität. Man ist das eine oder das andere. Du kannst deine Zweifel nur beseitigen, wenn du auf dein Herz hörst. Du kannst nur einen Weg finden, Licht oder der Schatten. Ich danke dir, Vater. Trotz der Zweifel zog Cornelius in die Schlacht und bekämpfte seine Feinde, um seine Familie zu beschützen. Und eines Tages kehrte er wieder nach Hause. Es regnet und donnert. Das ist hoffentlich kein schlechtes Omen. Na gut, wie donnert sich das, wie gesagt, nicht an. Und die Map hier sieht auf den ersten Blick sehr leer aus. Ziemlich groß und ziemlich leer. Die Castles, die finde ich ja wie immer eigentlich ganz gut, ne? Wie das so eigentlich bei Seele ist. Das. Ja gut, manche Maps sind ja eigentlich ganz okay, aber die Map gerade war eigentlich ziemlich leer. Wo sind sie? Wo sind Martha und mein Sohn? Ist heute der Tag der Geburt? Ich hoffe, beide sind voll auf. Priester, wie geht es hier? Sind die beiden wohl auf? Nein, sie haben es nicht geschafft. Die beiden haben diese Welt verlassen. Das ist nicht möglich. Sie waren beide gesund. War der Magier nicht bei ihnen? Er ist nicht gekommen und ich konnte nichts tun. Keuch, keuch, keuch. Wo sind die Frau und das Kind? Magnus, du bist zu spät. Sie sind tot. Wie, meine großen Göttin, das ist ein tragischer Verlust. Cornelius ist... Ich will keine Ausrede hören. Geht mir aus den Augen. Es tut mir leid. Verdammt. Konnte das nur passieren? Oh, Mist. Tränen. Und diese Wut im Bauch. Ich darf nicht schwach werden. Ich bin kein Schatten. Ich bin ein Ordensritter. Ein Beschützer der Menschen. Ein Krieger des reinen Herzens. Meine Seele ist das Licht. Ich erinnere mich an das große Feuer. Dort war nur Tod und Verzweiflung. Ich werde dieser Sache auf den Grund gehen, damit dieser Schreck niemals wiederholt wird. Ich werde herausfinden, wie das Feuer entstanden ist, die ganze Wahrheit, denn das ist meine Bestimmung. Hier muss es sein, in diesem Dorf werde ich sicherlich Zeuge finden, Überlebende, die das große Feuer vor 10 Jahren erlebt haben. Sprich jeden Dorfbewohner an, um mögliche Zeugen des Feuers zu befragen. Manchmal lohnt es sich auch, bereits angesprochene Personen nach neuen Erkenntnissen erneut anzusprechen. Befrage auch Nichtzeugen, um mehr über Cornelius Persönlichkeit zu erfahren. Okay, wir können auch rennen, das ist schon mal ganz nett. Wir haben ein Menü. Meine Gedanken entfällt. Aus Zeitgründen der Entwicklung entfallen hier die Auflistungen der Gedanken des Spiels. Ach so, okay. Da käme also noch was, aber wurde zeitlich nicht geschafft. Alles klar. Lebt, lobet die Göttin. Wart ihr Zeuge des großen Feuers vor 10 Jahren? Ich? Nein, nein, Jungchen. Ich lebe hier seit 20 Jahren. Mein Sohn hat meine Tätigkeiten übernommen und so bin ich hierher. Entschuldige, ich bin in Eid. Ich wollte nicht eure Lebensgeschichte hören. Ja, ja, die Jugend. Da stürme schon die Zeit für alte Leute. Jugend? Ich bin 21 Jahre alt. Ah, der Mann am Rücken hat das Schild. Du bist vom Orden. Ja, das bin ich. So jung schon, Ritter, beeindruckend. Und was wart ihr, bevor dein Sohn deine Arbeit übernommen hatte? Ich war nichts Besonderes, nur ein einfacher Bauer. Wieso glaubt ihr, nichts Besonderes zu sein? Ihr habt für uns Nahrung. Ihr habt für uns mit Nahrung gesorgt, euer Brot und Fleisch für die hungrigen Mägen der Soldaten, die im Krieg sind, und für die Frauen, die sich um die Kinder und Enkelkinder kümmern. Wir sind euch, Bauer, dankbar, etwas zu essen zu haben. Ihr seid alles andere als nichts Besonderes. Ihr seid ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Deswegen tragen wir uns Ritter den Schildbann am Rücken,
um euch vor Gefahr zu schützen. Wir sind euer Schild. Junge, das holt mich. Ich hoffe, dass alle Menschen genauso denken wie du. Du hast ein gutes Herz und eine reine Seele. Die Göttin ist bei euch. Eure Zeugen sind in dieses Dorf geflohen. Ihr werdet bestimmt welche finden. Joa, das denke ich auch. Wo fangen wir denn an? Die Göttin sei mit uns. Wisst ihr zufällig etwas über das große Feuer vor 10 Jahren? Ja, es war ein schrecklicher Anblick. Das Feuer war überall. Die Unsritter hatten damals alles versucht, um so viele wie möglich zu retten. Wie viele Bewohner haben diesem Dorf überlebt? 4. Ist ihnen etwas Besonderes aufgefallen im Chaos der Flammen? Es waren überall am Boden seltsame Runen zu sehen. Runen? Ja, sie hatten unterschiedlich markierte Formen. Wie sahen die Formen aus? Könnt ihr sie mir einzeichnen? Oh, es ist schon spät. Ich muss einige von meinen Treffen und den Gasthof aufsperren. Kein Problem. Geht bitte eurer Pflicht nach. Ein bisschen sass, wenn ich ehrlich sein soll. Könnte potenziell ein Poster sein. Verdammt, die Formen wären wichtig gewesen. Ja eben, also so viel Zeit hätte doch wohl mal so sein müssen. Die Zeugin hatte mir erzählt, dass es einige Runen vorzufinden waren im Chaos der Flamme. Doch wie sahen sie aus und was hatten diese Runen bewirkt? Ich sollte mich weiter umhören. Die Tür ist zu, ja, dann machst du einfach auf. Ist doch kein Problem. Ich nehme an. Kann ich mit dem auch reden? Möge die Göttin euch beschützen. Ich bräuchte Informationen über das große Feuer vor 10 Jahren. Das tut mir leid, ich war nicht vor Ort, aber mein Vater war dort. Er hatte den König als Soldat begleitet. Das ist schön, ein Ordensritter. Wie geht es eurem Vater? Es geht ihm gut. Leider betrachtet er mich nicht als Sohn, als wäre ich ein Fremder. Oh, das tut mir leid. Ah, das macht nichts, ich bin es gewohnt. Warum macht dein Vater das? Es ist, weil ich im Ort beigetreten bin. Was? Der Orden ist etwas Gutes. Die Ordensritter sind die Beschützer der Menschen. Ich weiß, doch mein Vater verachtet den Orden. Deswegen verachtet er auch mich. Glaubt mein Vater, der Orden wäre böse? Ein Schatten? Das weiß ich nicht. Ich glaube an das Gute im Orden. Er steht für das Licht der Menschheit und der Hoffnung. Das hast du schön gesagt, Ordensritter. Da kriegst du auch ein Leckerli gleich. So. Ja. Da ist ein Inn, dann gehen wir mal in den Inn. Achso, das ist abgeschlossen. Dann... Hier vielleicht? Die Tür ist verriegelt. Die haben alle was zu verbergen, wenn sie die Tür sogar verriegeln. Ja, erstmal reden wir mit den Leuten draußen, würde ich sagen. Die Göttin soll über uns alle wachen. Das große Feuer vor 10 Jahren. Wisst ihr etwas darüber? Ja, grauenvoll. Ich weiß, dass man eine Person verhaftet hatte. Verhaftet mit welcher Begründung? Man munkelte, dass diese Person für das Feuer verantwortlich war. Wer befahl die Verhaftung? Das weiß ich nicht. Ich sah nur, dass die Ritter jemanden abgeführt haben. War es ein Mann oder eine Frau? Ein Mann. Sein Name? Den weiß ich leider nicht. Ich danke Ihnen trotzdem. Ein Mann wurde also für das große Feuer verantwortlich gemacht und verhaftet, aber mit welcher Begründung und wer gab den Befehl? Moment. Ja, okay, okay. Verstehe, also einfach die komplette Auflistung fehlt dann. Ich nehme an, dann wären die einfach da, die Gedanken, die man dann jederzeit hätte abrufen können. Gegrüßt sei die Göttin vor 10 Jahren. Gab es ein großes Feuer, was weißt du darüber? Ich war damals vor 10 Jahren vor Ort und habe einige Stadtbewohner gerettet, bevor die ganze Stadt niedergebrannt wurde. Davon habe ich gehört. Es blieb nicht viel von der Stadt übrig. Eine Zeugin hatte mir erzählt, dass es Runen gab. Was weißt du über diese Runen? Ich weiß nur, dass der König damals befohlen hatte, sie zu zerstören. Er hat es befohlen. Ja, er meinte, dass die Runen für das Feuer verantwortlich waren. Woher bezog er dieses Wissen? Aus dem Buch der Runen. Ihr müsst wissen, der König ist auch ein Magier. Interessant, eines noch. Wie sahen die Runen aus? Ich weiß nur, dass sie rötlich waren, wie das Feuer. Und die Form? Darauf habe ich leider nicht geachtet. Sie musste einfach schnell zerstört werden. Kein Problem, ich danke dir. Ich glaube, ich danke euch. Wäre besser gewesen, ne? Weil der kennt er eigentlich gar nicht. Der König ist also ein Magier und er befahl, die Runen zu zerstören. Trotz der Zerstörung ist die Stadt niedergebrannt. Hatte man sie zu spät zerstört? Hatte man einige übersehen oder waren die Runen nicht die Ursache des Feuers und der König hatte sich geirrt? Die Runen haben eine rote Farbe. Rot wie das Element des Feuers. Das Buch der Runen, vielleicht finde ich dort einige Hinweise. Ja. Achso, hier kann ich ja noch rein. Nee, kann ich nicht. Aber. Man. Jetzt aber. So. Jetzt aber. Ah, toll. Niemand zu Hause.
Da kann ich ja vielleicht nochmal mit Leuten sprechen, wa? Bleib auf dem gerechten Pfad, Junge! Naja, der hat wohl nichts Interessantes zu sagen. Die Tür ist immer noch zu. Hast du was Neues zu sagen? Möge der und alle beschützen. Sehr gut, ich hätte gehört, jemand wurde das Verursachen des großen Falls verhaftet. Ja, ich habe es selbst gesehen. Moment mal. Es war ein Feuermagier. Er soll für diese Wunde häufig gewesen sein. Mhm. Okay. Der sagt anscheinend irgendwie genau dasselbe. Der Feuermagier Freudal war also derjenige, der verhaftet wurde. Oder war das jetzt doch nicht genau dasselbe? Er soll die Runen erschaffen haben. Ich brauche mehr Erfolg über die Runen. Ich brauche die Form. Es ist dunkel geworden. Er müsste geöffnet haben. Okay, aber hat der noch was zu sagen? Es war ein schlimmes Feuer. Alles klar. Okay, da war das wohl leider doch nicht exakt derselbe Text, auch wenn mir das so vorkam gerade. Achso, der Inn. Der Inn hat jetzt auch, stimmt. Möge die Göttin uns segnen. Wir hatten vorhin ein Gespräch über die Runen am Ort. Moment, ihr seid hier die Wirtin? Ja, das bin ich. Was möchte ich über die Runen wissen? Bitte zeichnet mir die Form der Runen ein, die ihr gesehen habt. Sehr gerne, Herr Unser. Warum nicht vorher? Mann, also so dringend war das jetzt bestimmt nicht. Also, das wäre schlimm gewesen, wenn sie sich ein, zwei Minuten verspätet hätte. Hier, so haben sie ausgesehen. Ah ja, okay. Interessant, ich bedanke mich. So haben also die Runen ausgesehen und sie waren rot. Jetzt ist es an der Zeit, das Buch der Runen zu finden. Ich muss die Zeichnungen der Wirtin abgleichen und alles über die Runen herausfinden. Okay. Ich werde die Feuerrunen mal ansehen. Hm, keine Übereinstimmung. Die Formen sind anders. Seltsam. Das Feuer ist eine Zerstörungskraft. Erde und Natur sind schöpferische Kräfte. Dann bleiben nur die Elemente Donner und Schatten. Ich sollte mir die Schattenrunen ansehen. Ja, die Form stimmt. Trotzdem ist es merkwürdig. In der Bibliothek habe ich mir die Runen angesehen. Bei den Feuerrunen haben die Formen nicht gepasst. Die Schattenrunen passen wie die Faust aufs Auge. Aber wieso ist es dann Schatten? Dieser kann doch kein Feuer beschwören. Es gibt zwei Erklärungen. Entweder sind die Formen falsch oder es waren tatsächlich Schattenrunen. Ich muss die Zeugen erneut befragen, um mehr herauszufinden. Buch der Runen erhalten. Ah, willkommen zurück. Waren eure Nachforschungen erfolgreich? Nicht ganz. Ich habe einige Fragen. Hier, schauen Sie sich diese Form an. Waren das genau diese Formen? Ja, das sind sie. Ich bin mir ganz sicher. Und die Farben? Hm. Die, die in dem Buch abgebildet sind, sind violett. Ich bin mir nicht sicher. Es ist schon in Ordnung. Hauptsache, die Runenformen sind korrekt. Das reicht nicht. Ich brauche eine klare Bestätigung. Ob der Schatten die Finger im Spiel hatte? Eine Bestätigung. Bist du meine Bestätigung? Ihr Ruß sei das Licht. Unfassbar erfolgreich? Nicht ganz. Welche Farben hatten die Runen? Puh, schwer zu sagen. Das Feuer hat alles reflektiert. Die Farben könnten verfälscht sein. Aber eine alte Dame meinte, sie hätte den Schatten im großen Feuer gesehen. Wo finde ich die alte Dame? Nördlich in der Stadt. Sie lebt hoch oben in einem abgelegenen Haus. Ich danke dir. Ich nehme an, in dem da. Hier lebt also die vierte Zeugin. Ist jemand zu Hause? Ja, ich komme ja schon. Wie kann ich euch dienen, junger Mann? Ich hätte einige Fragen zum großen Feuer. Ihr sollt den Schatten gesehen haben. Ach du meine Güte, das große Feuer vor vielen Jahren. Ein schrecklicher Anblick. Es tut mir leid, diese schlimme Erinnerung aufzuwühlen, aber ich muss der Sache auf den Grund gehen. Ich will wissen, wie das passiert ist. Stelle deine Fragen. Man sagte mir, ihr habt den Schatten gesehen, stimmt das? Oh ja, da waren die Runen am Boden. Sie strahlten die violetten Farben aus. Sehen die Farben genauso aus wie in diesem Buch? Ja, 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 so sahen sie aus. Das sind die Runen, die ich gesehen habe. Ich habe auch glühende rote Augen gesehen. Rote Augen? Waren es die Hüter? Nein, es waren Menschen. Ganz sicher? Ja. Das Gespräch mit der alten Dame war hilfreich. Ich habe wichtige Informationen erhalten. Ich sah in ihren Augen die Ernsthaftigkeit und die Zweifellosigkeit. Sie scheint mit voller Überzeugung zu sein, das alles korrekt gesehen zu haben. Der Schatten und die roten Augen, sie müssen einen Zusammenhang haben. Ich werde das Buch der Runen genau studieren und dann werde ich den Inhaftierten besuchen. Es lebe die Göttin. Es lebe die Göttin. Du bist Freudal, der Feuermagier, richtig? Ja, ich bin Freudal.
Du wurdest vor 10 Jahren verhaftet, da man dich beschuldigt hatte, dass du für das große Feiern verantwortlich warst. Ja, yeah, aber ich habe... Warst du alleine? Ja. Yeah. Kommen dir die so unbekannt vor? Ja, yeah, sie waren alle am Boden verstreut. Welche Farben hatten die Runen? Das weiß ich nicht. Warst du für das Feuer verantwortlich? Nein, diese Runen kann man auch nicht alleine beschwören. Ich glaube dir, das deckt sich mit den Aussagen dieses Buches. Die Runenbeschwörung ist eine sehr schwierige Magie, die selbst der beste Magier des Landes nicht ausführen kann. Man braucht mehrere Personen. Aber sag mir, wer hatte den Befehl gegeben, dich zu verhaften? Es war... Ja, es war. Ich war bei Freudal, der Mann, der für das große Feuer verantwortlich war. Doch er sagte mir, dass er es nicht war. Und ich verstehe auch, warum er verhaftet wurde. Ja, es war. Jetzt sagt man... Ey, als ob das jetzt nicht gesagt hätte. Oder darf der Spieler das einfach nicht wissen? Valar Arnoraka. Dero Borg Nar Garli Treuta Hira. Gesundheit? Achso, Hey, Moment. Achso, stehen bleibt da schon irgendwas? War Säuner Doi Huri am Huladi? Ja, von mir aus. Achso, wo sind die Speer und Wachen? Doi Heuta Gutata Karit. Die habe ich alle getötet. Gror. Ach komm, als ob das auch übersetzt werden muss. Nea Säuner Doi Kon Huladi Dein Nardura Koilda. Dua Hatatate Helon Turi Nai Erbei Weine. Wir sind die Torwächter des dunklen Turmes. Der große Meister darf nicht gestört werden. Ario Hoyt Ge Adora Arualdari Karit Nerwein Go Urkari. Außerdem hast du unsere Kameraden getötet. Wir werden dich töten. Gaindi Ga I Lati Neudor Duai. Wartet. Er könnte nützlich sein. Ga ilati adu doi der falur ein borkari du amenget rentide gen ga duri adura du alior vala empela. Er könnte uns die Pläne und Fähigkeiten der Menschen verraten, wenn er auf unserer Seite stehen würde. Gabona de falur. Guter Plan. Ner heutan adu betenda ein Ermatta Graf Gedoi Malata Heut Muburik. Wir haben uns beraten beschlossen, dass du die Erlaubnis hast einzutreten. Busfiguren Stitch Voodoo Box. Okay, schon irgendwie seltsam, dass jetzt gewisse Credits irgendwie nochmal mit im Spiel auf einmal wieder eingeblendet werden. Oder ist das etwa ein Fehler? Dua Moine Soi Eladidarit. Der Mond ist wundervoll. Willkommen auf dem dunklen Turm, Cornelius. Ich wusste, du würdest kommen. Wir können in der Menschensprache sprechen. Nicht alle Hüter beherrschen diese Sprache. Aber vielleicht kannst du uns helfen. Hehehe. Du musst der große Meister sein, der die dunklen Seelen lesen kann. Richtig. Daher wusste ich, dass du mich aufsuchen wirst. Doch du bist nicht willkommen. In deiner Seele ist der Schatten, aber auch das Licht, und sie sind beide gleich stark. Du hast dich nicht entschieden, daher bist du hier, um zu erfahren, was der Schatten ist. Richtig, ich habe Fragen und will all deine Absichten kennen. Was bezweckt dieser Krieg gegen die Menschen? Die Menschen sind das Böse. Ja, das sind echt mal wahre Worte hier. Was, aber ihr seid der Schatten? Das sind eure Feststellungen. Ihr habt euch das selbst eingeredet. Ein Element des Schatten heißt, ist das Böse und das andere, das Licht, ist das Gute. Das sind eure Worte, aber was ist der Schatten wirklich? Hast du ihn selbst erlebt und gespürt, wie der Schatten sich anfühlt? Nein, das hast du nicht, sonst wärst du nicht hier. Die Wahrheit über den Orden kann schrecklich sein, doch bald wird jemand den Orden erneuern und verbessern. Alles Alte wird vergehen, aber die Menschen vergessen niemals etwas. Du musst deinen eigenen Weg selbst finden. Und für welche Seite hat sich Collis entschieden? Könnte es sein, dass der dunkle Meister ihn belogen hat? Die kleine Drecksau. Ah, Cornelius, hast du ein Gespräch mit dem König? Ich muss auf eine Mission.
Sir Vardan, ja, das habe ich. Halt, ich muss deine Seele prüfen. Hä, wie willst du das denn machen? Was? Das war ein Scherz, ich vertraue dir. Danke für Erfolg bei dem Auftrag. Ja, okay, ich lache dann später. Du kannst dich erheben, Cornelius. Über was möchtest du mit mir sprechen? Über das große Feuer vor 10 Jahren, mein König. Ja, das große Feuer war schrecklich. Viele von meinem Volk sind umgekommen. Wir haben alles getan, so viele wie möglich zu retten. Ja, eine Tragödie. Eine Tragödie? Das Feuer wurde doch mit Absicht von einem Feuermeier gelegt. Nein, Feuer war nicht der Täter. Nicht der wahre Täter. Ich werde es euch erklären. Der Grund, warum Freudal nicht der Täter gewesen sein kann, sind die Farben der Runen. Die Runen waren rot, wie das Element Feuer. Nein, sie waren violett. Die Farbe der Schattenmagie. Schattenmagie, ich verstehe. Dann war es der große Meister der Hüter. Man hatte rot glühende Augen gesehen, aber es waren nicht die Hüter. Wie ist das möglich? Wer soll es dann gewesen sein? Es waren Menschen, die im Einfluss der Schatten standen. Dann waren die Runen also tatsächlich Schattenrunen. Ja, Feudal ist unschuldig. Außerdem könnte Feudal diese Rune nicht beschworen haben. Diese Rune kann man nur mit mehreren Personen erschaffen. Dann hatten wir die ganze Zeit den falschen Täter. Ja, so ist es, mein König. Laut der Aufzeichnung der Runen und dem Buch der Runen war diese Magie zweiteilig. Zweiteilig? Was hat das zu bedeuten? Die Magiebeschwörung bestand aus Schatten und Licht. Und Schatten steckten in diesen Runen. Ich habe die Lichtrunen überprüft. Die Formen waren exakt dieselben. Doch die Farben stimmten nicht. In Wahrheit wollte man Lichtrunen erschaffen statt Schattenrunen. Aber es ist etwas schiefgelaufen. Man hatte es nicht geschafft. Man hatte die Magie nicht unter Kontrolle und so entstanden die Schattenrunen. Das Gleichgewicht war, der Kräfte konnte nicht gehalten werden. Es gab nur eine Seite der Münze und diese fiel leider auf die Seite des Schattens. Das war ein Unglück. Deswegen war es eine Tragödie. Man hatte es nicht gewollt. Die Menschen, die unter dem Einfluss des Schattens standen, wurden wahnsinnig und schmissen alles um. Sogar offen das Feuer wie Kerzenstände. Genau aus diesem Grund ist das Feuer ausgebrochen. Ihr hattet den Befehl gegeben, die Runen zu zerstören. Ja, damit nicht noch mehr Menschen unter dem Einfluss des Schattens geraten. Wenn diese Runen zerstört werden, sind die Menschen wieder frei. Nein, ihr hattet es nicht gewusst. Euer Befehl war es, die Feuerrunen zu zerstören, damit das Feuer sich legen würde. Doch es hatte nicht funktioniert. Das Feuer brannte immer noch so mächtig. Deswegen musste es einfach einen anderen Grund geben, wie das Feuer zustande kam. Freudal, der Feuermagier. Aber Freudal war eine Art Sündenbock und den wahren Täter zu verschleiern. Und wer war der wahre Täter? Wer war schuld an dem Tod der vielen Menschen, die in den Flammen umgekommen sind? Derjenige, der den Befehl gegeben hatte, ihn zu verhaften. Und wie soll das gewesen sein? Der wahre Täter war... Wo soll ich denn das wissen? Der dunkle Meister. Naja. Das hört sich ja auch am plausibelsten an, der dunkle Meister, weil er halt ein dunkler Meister ist. Der alte König könnte schon dafür zu alt gewesen sein. War dann, glaube ich auch nicht, weil das... warte mal, wer es nochmal war dann? Ja, war dann war es wahrscheinlich auch nicht, weil ich nicht mehr weiß, wer das ist. Also kann es nur ein dunkler Meister gewesen sein. Das ist nicht möglich. Er kann meinen Soldaten nichts befehlen. Dann war der wahre Täter halt, war dann, weil ich nicht mehr weiß, wer das ist. Ohohoho, war dann kann es nicht gewesen sein. Er hätte es gewusst, dass Freudal unschuldig ist. Er kann die Seele lesen und er hätte nichts Böses gefunden. Ja, dann halt der alte König. Aber nee, das kann doch nicht sein, weil er zu alt war. Und naja gut, aber manchmal unterschätzt man ja alte Leute, ne? Ich soll es gewesen sein? Ich verlange eine Erklärung. Hä? Okay, jetzt bin ich verwirrt. Ich dachte, der alte König war derjenige, der noch damals zu dem Zeitpunkt gelebt hat, weil, so wie ich das schon habe, ist der Sohn von dem damals alten König, der dort anwesend war, jetzt der König und nicht derselbe. Also, beziehungsweise, nicht, dass der alte König jetzt hier derselbe ist, der auch damals da beim Feuer anwesend war, ne? Also, so wie ich das da im Hinterkopf verstanden habe, war das so, dass der König, der damals im Feuer anwesend war, der Vater von dem jetzigen König ist. Aber anscheinend ist es doch derselbe. Ich bin verwirrt. Und jetzt durch mein Gerät habe ich mich selbst noch mehr verwirrt. Ich soll es gewesen sein, ich verlange eine Erklärung. Ihr seid ein Magier, nicht wahr? Das ist richtig. Aber was hat das mit dem Vorfall zu tun? Ihr wart einer der Magier, der die Runen erschaffen hat. Das ist nicht möglich. Wie könnte ich? Eure Krone. Ihr beherrscht beide Elemente, Licht und Schatten. Deswegen tragt ihr jeweils ein Licht- und ein Schattenkristall. Die Kristalle sind die Quelle der Magie.
Ihr wollt den mittleren Kristall auf eure Krone erschaffen, doch es ist nicht gelungen und mit viel Pech hatte der Schatten die Überhand. Mit der Zerstörung der Schattenruhen wolltet ihr die Beweise vernichten, die ihr erschaffen habt. Ihr seid der wahre Täter. Ich bin sehr beeindruckt, Cornelius. Du hast einen messerscharfen Verstand. Du bist unglaublich jung und talentiert. Ich bedauere es, diese schreckliche Tat begangen zu haben. Ich habe den Tod verdient. Ich war kein guter König. Warum der Schatten? Warum besitzt ihr Schattenmagie? Was ist der Grund? Um das Böse, also meine Feinde, besser zu verstehen. Deswegen habe ich mir den Schatten angeeignet und außerdem gibt der Schatten dem Besitzer unglaubliche Macht. Ich verstehe. Du trägst die Waffe links, dann bist du der Schatten. Cornelius, wechselt die Position der Waffe? Oder das Licht? Ich bin die Gerechtigkeit. Ich werde die Waffe mit Recht tragen und euch hinrichten. Du hast mit allem Recht. Ich war kein guter König. Dann töte mich, den alten Narren. Ich will sehen, ob die Menschheit stirbt, wenn der König fällt. Dann hat der dunkle Meister den Krieg gewonnen und vielleicht kehrt Frieden ein. Ich bin Valkyrie, vollstrecke deiner Rache. Gut gemacht. Ich bin gespannt, wie sich die Welt entwickeln wird, falls die Menschheit noch existiert nach meinem Tode. Doch es wird niemals Frieden geben, solange es jemanden zu beschützen gibt. Der lebt aber ganz schön lange dafür, dass ich ihn gerade getötet habe. Dies hat mein Vater gesagt, der uralte König der Menschen, das Reich der Göttin ist für alle Toten offen. Dies ist unser Heimplatz für unsere Seelen. Ich werde dich wiedersehen, Vater. Oh, das ist interessant. Die lösen sich einfach komplett auf, wenn sie getötet werden. Verdammt, da ist Blut an meinem rechten Handschuh. Den werde ich verbrennen müssen. Das macht die Tat auch nicht ungeschehen. War das Gerechtigkeit oder Mord? Wer war der Anti-Held? Stream-Zuschauer können das gerne in die Kommentaren abgeben. Ja gut, da ich jetzt kein Livestream ist, wer war der Anti-Held? Cornelius doch nicht, oder? Oder etwa doch? Na ja, gut. Er hat ihn umgebracht, ne? Aber war der Mord gerechtfertigt, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Ich bin mir noch nicht mal sicher. Naja. Ich meine, der König war ja der Meinung, dass er Gutes vollbringt. Oder. Naja, ich weiß eigentlich gar nichts, ehrlich gesagt. Oder keiner von. Eigentlich keiner von beiden dann, oder? Weil der alte König, der war ja anscheinend dafür verantwortlich und der hat ja durch das große Feuer einen Massenmord begangen. Das hat ja eigentlich überhaupt nichts mit Hell zu tun, ne? Klar, der meinte wahrscheinlich, dass das gerechtfertigt ist, aber das meinen wahrscheinlich alle Schurken. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das dann wirklich ein Anti-Held ist oder nicht einfach doch nur ein Schurke. Wenn das jetzt so war mit dem alten König Cornelius. Ich weiß nicht, das scheint ja für mich auch. Das scheint für mich jetzt kein Held gewesen zu sein, aber irgendwie auch kein Schurke. Aber eben auch kein Anti-Held. Das war irgendwie. Weiß ich nicht. So ein Zwischenwesen, ne? Quasi jemand, der sich einfach unschlüssig ist. Und deswegen eigentlich keiner von beiden. Und auf welcher Seite war Cornelius? Ja, gut. Auch schwierig zu sagen. Ich würde auch sagen, keine von beiden, weil er sich ja eben nicht wirklich entschieden hat, ne? Er hat zwar gesagt ständig, dass er auf der guten Seite ist, aber hat jetzt die Kirche umgebracht, aber ist die Frage, war das jetzt gerechtfertigt, der Mord? Ja, das Problem ist, auch wenn man ständig sagt, dass man der Gute ist, ich meine, die Bösen meinen ja auch, dass sie, das, was sie tun, dass das das Richtige ist, ne? Das ist ja das Problem. Naja, er wollte schon zumindest herausfinden, wer der wahre Täter ist und so, ne, also. Ich weiß nicht. Da muss ich jetzt tatsächlich, das ist auch wieder so ein bisschen raten. Ich danke euch für eure Meinung. Ja, aber was ist jetzt mit dem Resultat? Also, das muss dann doch irgendwie da eine Auflösung kommen oder so. Ja, gut, vielleicht kommt es ja noch nach den Credits. Musik, Holger G.S. Schmidt, GarmingSymphonies.com, The Heroes March, Bad Omen, Haven, Phantasia in D Minor, Weltschmerz, eine kleine Stadtmusik, The Mystery, Castle, Yam. Okay, die Credits, die sind schon eigentlich ganz cool gemacht. Pixelgrafiken. Der, Kias und Stitch. Alter König, Ritter, Wadan,
Martha Cornelius Priester Magnus. Zepharex Torwächter 1 plus 2, der große Master. Aber ich finde es schade, dass eigentlich der Protagonist kein Facet hatte. Weil eigentlich gerade bei ihm wäre das ja. Hätte ich mir das schon noch gewünscht. Sigir Mondhimmel. MS Pandora. Roter Hüter, grüner Hüter. Stitch von Voodoo Box. Dunkler Hüter. Ne, die Credits sind schon cool gemacht. Auch mit der Musik und so. Revmap. FSM Woods in Cave Thieles. FSM Town of Beginnings Thieles. FSM Castle in Town Thieles. Der Kias Ordens Banner Klein Groß. Plugins. SRD. SRD Titlemap. Background. Jan Flee. Jep Massagekure. Weitere Pixel Grafiken. Gotcha, Gotcha, Games, Kadokawa, Degisa, Dark Fantasy Charakter, Pack, NPC-Figuren, Programme. GIMP, Pixelgrafiken, RPG Maker MV von Degisa, Spieleentwicklung, Affinity, Designer von Serif LTD, Schriftgrafik, Effekt, Grafiken, Wunderschare, Filmora, Videobearbeitung. Ein besonderer Dank an Holger G.S. Schmidt, der Kia Stitch, die ihre Arbeiten extra für den Jam innerhalb von 2 bis 3 Wochen geschafft haben. Okay, das ist natürlich nicht schlecht. Verworfene Gameplay mit aus Zeitgründen. Runen studieren, finde die passenden Runen aus der Zeichnung. Buch studieren, finde Hinweise im Buch der Ruinen. Konfrontation mit dem König. König widerspricht Cornelius' Aussagen und Cornelius kontert mit seinen Zwängen. Okay, da sieht das ja schon fast so aus, als ob so ziemlich alle Gameplay-Elemente fast entfernt wurden. Ach, es geht tatsächlich doch noch weiter. Nicht final. Sag mir deine Antwort. Die Farben der Ruinen, die Form der Ruinen, die Elemente der Ruinen. Ja, die Farben. Es reicht. Schluss mit den Lügenwachen. Ja, wie Game Over? Nee. Keine Sorge, alle Antworten waren falsch. Achso, ja toll. Ich wollte euch nur zeigen, was passieren würde. Dies war endgültig das letzte vom Spiel. Ich freue mich auf dein, euer Feedback dazu. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Danke fürs Spielen. Speichern und jetzt. Okay. ja gut. Das Problem ist, da wurden wahrscheinlich ja so ziemlich alle Gameplay-Elemente einfach rausgenommen. Jetzt für die Gem erstmal, beziehungsweise nicht geschafft, die so umzusetzen. Das heißt, wir haben im Prinzip einfach erstmal nur so eine gewisse Story verfolgt, ohne dass man da wirklich was großartig an Gameplay erleben konnte. Das ist wirklich ein bisschen schade. Ja. Und das Problem ist auch, dass alle Entscheidungen, die man da treffen konnte, zum Beispiel, ob man jetzt, also jetzt wo gefragt wurde, wer der Anti-Held ist, Da wurde ja kein Resultat gezeigt, also beziehungsweise keine Auflösung, ne? Oder ob sie jetzt falsch war oder nicht. Und so, ja. Also ich sag mal. Ja, wie gesagt, von der Story an sich fand ich das ja eigentlich gar nicht mal so verkehrt. Das war ja schon recht interessant erzählt, sag ich mal. Ja, aber das ist schade, dass man da so gameplay-mäßig jetzt nicht wirklich was hatte, ne? Zumal, ja, die Entscheidungen, die man treffen konnte, hatten ja irgendwie keine Konsequenzen. Da hat der König vielleicht kurz was gesagt, aber das ging halt so lange, bis man dann die richtige Antwort sozusagen ausgewählt hatte. Hatte jetzt also auch keine Konsequenzen. Das wäre vielleicht auch keine schlechte Idee, ne? Dass irgendwie jede nicht so richtige Antwort auch Konsequenzen hätte und so. Ja gut, ist jetzt wahrscheinlich aus zeitlichen Gründen alles nicht geschafft worden, aber ja, ich muss natürlich jetzt trotzdem irgendwie das bewerten, was da ist, ne? Und das ist natürlich schade, dass es im Prinzip keines der Gameplay-Elemente hier reingeschafft hat. Es ist natürlich schon mal eine gute Grundlage, ne? Um da noch was Gutes draus zu machen. Und diesmal fand ich tatsächlich
sag ich mal, nicht ganz so blass wie jetzt zum Beispiel im letzten Gem. Also die Charaktere, ja, die habe ich jetzt, sag ich mal, etwas besser auf gewisse Sachen reagiert, sag ich mal, ne? Nicht ganz so emotionslos wie da in dem letzten Gem Game aus einer anderen Geschichte. Ja, wie gesagt, die Cassettes an sich, die waren ja einfach immer gut und so. Ne? Die Grafiken allgemein, ja gut, die eine Map da, die war ein bisschen leer und so. Ja, aber ich sag mal, besonders schade ist das natürlich hier mit den Gameplay-Sachen. Ne? Da kann ich jetzt eigentlich, obwohl ich jetzt noch kein ja, Review dazu gemacht habe, kann ich wahrscheinlich jetzt schon mit Sicherheit sagen, dass es für das Gameplay wahrscheinlich auch nicht mehr als einen Punkt bekommen wird, ne? Weil da einfach, wie gesagt, weil man da eigentlich nicht wirklich was machen konnte, außer da ein paar Leute befragen und so. Und wie gesagt, selbst die Entscheidungen, die man da treffen konnte, die hatten jetzt keine Konsequenz und am Ende gab es auch kein Resultat, ne? Und ja, was die Themenumsetzung angeht, da bin ich mir auch noch ein bisschen unschlüssig, wie viele Punkte ich da dann vergeben soll, ne? Da muss ich mir noch echt Gedanken drüber machen, weil ich muss sagen, so, ich habe den Anti-Helden hier tatsächlich jetzt nicht wirklich gesehen. In der Geschichte, ne? Das ist mir jetzt nicht so ganz schlüssig geworden. Zumal das ja auch nicht aufgelöst wurde, ne? Deswegen ist das ein bisschen schwierig zu sagen für mich. Ja, ich meine, ich finde schon die Idee cool, dass man so selbst herausfinden soll. Sozusagen. Ja, wer hier im Prinzip der Anti-Held ist, ne, was für einen Plan dieser eben hatte und warum er letztendlich zum Anti-Held ist, aber das wurde mir irgendwie nicht so wirklich, ja, schlüssig. Es wurde mir nicht bewusst, wer hier jetzt der Anti-Held sein soll. Beziehungsweise bin ich mir noch nicht mal sicher, ob man da jetzt wirklich von einem Anti-Helden reden kann, weil ich, ja, wie gesagt, es war ein bisschen, verwirrend für mich eher, ne? Also, dass ich einfach nicht, ja, genau sagen könnte, jetzt wer der Anti-Held ist, beziehungsweise ob es überhaupt einer war. Deswegen muss ich mir da echt noch Gedanken darüber machen, wie viele Punkte ich dann sozusagen für den Bereich Themenumsetzung gebe. Naja, gut, ich habe ja noch ein bisschen Zeit dazu, Gott sei Dank. Aber das war's dann auf jeden Fall erstmal mit dem Projekt Eine alte Geschichte. Und dann geht es höchstwahrscheinlich weiter mit dem Projekt von Boros, nämlich von Kisten und Superkräften. Und bis es soweit ist, will ich dann auch hier wie immer sagen, mach's gut, euer Bärenbruder.